So, wir würden dann jetzt tatsächlich unter Top 5 mit der Wahl von Kai Wegner beginnen wollen. Das heißt, jeder müsste jetzt sein digitales Abstimmungsgerät zur Hand nehmen. Die Wahl mit einem Kandidaten funktioniert im Kern so, wie Sie es auch von einem papierenen Stimmzettel kennen. Nämlich, es gibt den Namen des Kandidaten und die Kästchen Ja, Nein und Enthaltung. Und darunter gibt es einen Abstimmungsbutton in Türkis, den Sie bitte aber erst betätigen, wenn Sie sich noch mal vergewissert haben, dass das Häkchen, das Sie gesetzt haben, auch da gesetzt ist, wo Sie es gesetzt haben möchten. Solange Sie den Abstimmbutton nicht gesetzt haben, können Sie Ihre Entscheidung noch ändern und das Häkchen noch mal antippen und woanders setzen. Schon mal erfreulich, bei 92% der Delegierten hat die digitale Testabstimmung funktioniert. Dann hoffen wir mal, dass es nachher auch bei 100 funktioniert. So, ich würde dann die Technik bitten, dass wir tatsächlich beginnen können und den Stimmzettel für die Wahl von Kai Wegner einblenden. Genau, so der Dienstleister hat jetzt tatsächlich den Stimmzettel Kai Wegner eingeblendet, sodass wir den Wahlgang eröffnen können. Und während wir dann unsere Wahl treffen, darf ich die Wahlprüfungskommission bitten, sich laufend anzugucken, die Anzahl der abgegebenen Stimmen, die in der Technik ersichtlich sind, selbstverständlich, aber keine Zwischenergebnisse und auch nicht, wer was abgibt. Ja, ist jetzt eine, ich glaube, jetzt ist der letzte Stimme eingegangen, 281 Stimmen. Großartig, vielen Dank. Dann können wir den Wahlgang schließen und mit dem Schließen des Wahlgangs müssten alle sofort die absoluten Zahlen des Wahlergebnisses sehen. Die prozentualen Ergebnisse würden wir nachreichen. Anders als von der Regie angekündigt, scheinen es mir Prozentzahlen zu sein. Und damit sind auf den Kandidaten Kai Wegner 90,39% entfallen. Wenn ihr wüsstet, wie viel Gänsehaut ich gerade habe. So, lieber Kai, ich darf dich fragen, nimmst du die Nominierung an? Oh, sehr gut, Cornelia. Liebe Freundinnen und Freunde, danke. Ich habe vorhin gesagt, was für ein schöner Tag. Jetzt sage ich, was für ein besonderer Moment. Und ich habe euch mein Versprechen gegeben. Die nächsten 99 Tage. Und danach geht's weiter. 5 Jahre regieren. Und ich werde alles dran setzen,
Und ich will es noch mal in aller Deutlichkeit sagen. Ja, ich will regierender Bürgermeister von Berlin werden. Und dieser Tag gibt enorm Rückenwind. Danke. Ja, lieber Kai Wegner, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Das ist ein tolles Ergebnis, aber es ist verdammt nochmal auch ein großer Auftrag, den dieser Parteitag, den die CDU Berlin dir damit gibt, uns allen damit gibt. Du hast gesagt, mehr geht nur gemeinsam und das Mehr, um das es geht, das ist Berlin. Und das ist ein Neustart für Berlin. Und damit du dieses Ziel nicht aus den Augen verlierst, haben wir dir noch eine kleine Wegweisung mitgegeben. Na, ob du so gespannt bist, da bin ich jetzt mal auch gespannt. Aber jenseits dessen, damit du dieses Ziel nicht aus den Augen verlierst und immer weißt, was die Richtung ist, was das Ziel ist, es ist der Neustart für Berlin. Es ist das Ende von Rot-Rot-Grün in Berlin. Herzlichen Glückwunsch. Wir dürfen nicht, wir müssen es auch machen. Mehr geht nur gemeinsam. Das ist der Wichtigste. Darum geht's, aber darum auch. Neustart für Berlin. Da wollen wir hin. Ist gar nicht mehr so weit. 99 Tage. So, darfst du behalten? Danke. Es gibt eine Treppe. Aber wir sind sportlich. So, dann kommen wir jetzt zu einer Gratulation und Gruß-Videobotschaft unseres Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Lieber Kai Wegner, lieber Stefan Evers, liebe Freundinnen und Freunde, herzlichen Glückwunsch zunächst, lieber Kai Wegner, zu deiner Nominierung als Spitzenkandidat. Das Ergebnis gibt dir Rückenwind für den Wahlkampf. Keine 100 Tage mehr bis zur Bundestagswahl und zur Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin. Beide Wahlen wollen wir gewinnen und beide Wahlen können wir auch gewinnen. Rainer Haseloff und die CDU in Sachsen-Anhalt haben uns das eindrucksvoll vorgemacht. Nicht auf Umfragen schauen, eigene Überzeugungen haben, zusammenführen, nicht spalten, dann können wir als Union überzeugen und im demokratischen Wettstreit am Ende vorne liegen. Und wir müssen klar machen, warum es gut ist, wenn die CDU regiert. So oft haben wir das schon bewiesen, dass wir große Krisen meistern können. Wir können Deutschland führen und die Berliner haben auch erlebt, dass es gut war, als die CDU den regierenden Bürgermeister stellte. Corona hat die Schwächen unseres Landes offengelegt. Das ist jetzt der Auftrag, besser zu werden, in der Verwaltung besser zu werden. Nach der Pandemie die wirtschaftliche Lage, die Bildungssituation für die Kinder wieder zu verbessern. Und dabei lassen wir uns nicht leiten von Ideologien. Mit Ideologien löst man keine Probleme. Und der rot-rot-grüne Senat ist voller Ideologie. Der Mietendeckel ist ein typisches Beispiel, weil er keinen neuen Wohnraum schafft. Er verhindert ihn. Investitionen gehen zurück und wir wissen, weniger Regeln, weniger Auflagen entfalten innovative Kräfte, ermöglichen Investitionen und das ist das, was die CDU einbringt. Was Wohnraum schafft, ist klar. Bauen, schneller genehmigen, schlanker bei den Regeln und Vorschriften, dafür steht ihr und euer Regierungsprogramm. Und das habt ihr zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickelt. Das ist ein Programm für ganz Berlin. Denn so geht CDU. Wir machen Politik für die Menschen. Und während andere Parteien ihnen Probleme einreden, lösen wir die echten Probleme. Wir geben Antworten darauf, wie es mit der inneren Sicherheit in einer Stadt bestellt ist. Gerade in den letzten Tagen haben wir doch wieder erlebt, was passiert, wenn es da keinen klaren Kurs gibt. Und deshalb wünsche ich Kai Wegner, allen Kandidatinnen und Kandidaten, die bei dieser Abgeordnetenhauswahl antreten, viel Erfolg. Für diese Politik steht auch Burkhard Dräger, der Fraktionschef, der
klaren Kurs spricht und trotzdem versöhnt, trotzdem zusammenführt, auch ihm viel Erfolg. Und die Landesgruppe im Bundestag mit dem Kollegen Lutschak, mit Monika Grütters als Spitzenkandidatin bei der Bundestagswahl. Sie stehen stellvertretend für die vielen anderen starken Kandidatinnen und Kandidaten, denen ich viel Erfolg wünsche. Ein gutes Ergebnis in der Bundeshauptstadt Berlin hilft auch der Union in ganz Deutschland. Und die Union gewinnt nur mit einem Team. Und jeder Name, der auf der Liste steht, in den Bezirken, in den Kiezen, in den Wahlkreisen, überall vor Ort, zeigt die ganze Vielfalt der Union, Männer und Frauen aus den unterschiedlichen Richtungen der Partei und den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, die wir kennen, junge und alte Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte, alle stehen für eine moderne Union. Und deshalb am 26. September im Bund, in Berlin, eine gemeinsame Union und ein gemeinsamer Wahlsieg. Dafür euch viel Erfolg und alles Gute. So, ich darf noch einmal zurückspringen in den Wahlgang und das offizielle Ergebnis verkünden, nachdem ich auch die absoluten Zahlen bekommen habe. Für Kai Wegner haben 254 Delegierte mit Ja gestimmt. Es gab 20 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen. Das sind 92,7% Zustimmung, lieber Kai. Applaus